Hallo ihr Lieben, Ruby von Rubylistik hier. Diese Woche war bummvoll und ich schließe jetzt noch mit so einer dreitägigen Fasten-Saftkur ab. Ich habe so eine Saftkur begonnen, weil ich in klassisch-chinesischer Medizin das Holzelement bin. Und das Holzelement, da gehört die Leber dazu. Und ich habe einfach gespürt, dass meine Leber ein bisschen zu tun hat im Moment. Erstens, weil ich dann so eigenes Kopfweh kriege. Und zweitens tut mir dann der Akupressurpunkt Leber 3 einfach voll weh für Tage. Und früher hätte ich dann immer Migränen bekommen, aber die habe ich jetzt schon ziemlich gut unter Kontrolle. Wenn ihr auch unter Migränen leidet und da mal erfahren wollt, wie ich die so gut unter Kontrolle gebracht habe, schreibt mir gerne eine Personal Message oder meldet euch einfach bei mir. Ich kann euch da echt einiges erzählen, weil ich wirklich, wirklich lange, also über 20 Jahre unter Migräne gelitten. Ja, und jetzt habe ich diese Saftkur begonnen und ich habe es aus irgendeinem Grund absolut nicht vertragen. Also es hat wirklich so geändert, dass ich mich sogar übergeben habe müssen gestern Abend. Und ja, mir geht's gut. Entweder war das irgendwie eine Reaktion, dass ich wirklich so dermaßen schon zum Entgiften zu tun hatte oder was auch immer da los war. Jetzt habe ich heute auf eine Suppenkur umgeschwenkt und trinke halt jetzt klare Suppe. Aber auch lecker, passt gut. Keine Ahnung, was da mit den Säften los war, weil ich sowas eigentlich so oder so ziemlich oft trinke und immer total gut vertrage. Aber keine Ahnung, gestern war es halt irgendwie zu viel. Und ja, ansonsten waren viele, viele Trust-Technik-Sessions. Ich habe bei einigen leider nicht filmen können. Also es ist jetzt nicht so viel cooles Filmmaterial zusammengekommen diese Woche. Aber ich zeige euch noch einen kleinen Psoas-Release vom Olli, weil der da einfach so süß ist, weil der das so dermaßen genießt. Wobei das am Anfang auch nicht so war. Der hielt von der Faszienarbeit nicht so viel, weil ihm das fast ein bisschen zu manipulativ war. Aber jetzt schon langsam vertraut er mir da genug, dass das gut tut im Nachhinein und auch währenddessen eigentlich. Weil bei mir ist ja die Faszienarbeit nicht so wie normal, dass das weh tut. Davon habe ich persönlich jetzt nicht so die tollen Ergebnisse erzielen können, auch bei Menschen nicht. Sondern das ist eben ganz smooth und dadurch verspannt sich auch nichts, weil nichts weh tut. Und dadurch kann das einfach wunderschön loslassen und die Biotensegrity kann wieder Einhalt gewinnen. Ich hoffe, euch geht's gut und alles Liebe. Hier kann ich euch jetzt einen Mini-Ausschnitt von meiner allerersten Session mit der Nala zeigen. Sie ist ein sehr scheuer Hund und sie hat sich ein bisschen schwer getan, neben mir zu entspannen. Und sie ist sich auch noch nicht so ganz sicher, ob die Entspannung von mir kommt oder ob sie einfach nur so müde geworden ist. Und der Psoas Release mit dem Orli. Wie ihr auch seht, er hat keinerlei Halsring oder sonst was oben. Die Session hat sich einfach spontan ergeben und das sind meine absoluten Lieblings-Sessions, wenn man das einfach so schön annehmen kann und ja, genießt das einfach.